Hallo meine Lieben, heute ein klitzekleines Video zum Thema Händedesinfektion. Mir ist aufgefallen, dass jetzt in den Zeiten der übermäßigen Hygiene ein paar Fehler passieren und ich möchte euch gerne zeigen, wie ihr es richtig machen könnt. Deswegen habe ich mir hier zwei Sachen zurechtgelegt, denn es wurmt mich außerordentlich, dass diese hygienische Händedesinfektion von vielen einfach nicht richtig durchgeführt wird, weil sie es auch nicht wissen. Und ich möchte euch gerne heute kurz zeigen, wie eine hygienische Händedesinfektion durchgeführt wird. Ich meine, jetzt im Moment sagt man auch, man soll Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. 20 Sekunden lang die Hände richtig schön waschen, um alle Kontaminationen runterzubekommen. Aber wenn man unterwegs ist, dann braucht man natürlich ein Händedesinfektionsmittel. Wichtig, ein Händedesinfektionsmittel. Kein Flächendesinfektionsmittel, so wie man die bis vor kurzem noch überall kaufen konnte. Das hier ist jetzt eins von Domol, ein Hygienespray. Für den Haushalt und für unterwegs, da steht drauf, dass es auf Gegenstände gesprüht wird. Das heißt, eure ganze Umgebung könnt ihr damit desinfizieren, aber nicht eure Haut. Diese Wirkstoffe, die da drin sind, die bekämpfen nicht die Keime auf der Haut, aber da will ich jetzt gar nicht großartig was zu erklären, wieso, weshalb, warum, sondern diese Mittel desinfizieren nur Flächen. Ihr braucht also ein Hautdesinfektionsmittel. Ich habe jetzt hier stellvertretend Sterilium, aber da gibt es auch 100.000 andere. Die habt ihr wahrscheinlich bei DM und so schon überall leer gekauft. Und ich möchte euch jetzt gerne zeigen, wie man diese Händedesinfektion richtig durchführt. Ich muss dazu sagen, ich war ja 26 Jahre OP-Schwester und ich habe die hygienische und die chirurgische Händedesinfektion täglich durchgeführt. Wir haben auch einmal im Jahr immer so einen Test gemacht mit einem fluoreszierenden Mittel, um zu kontrollieren, ob wir auch wirklich dann unter Schwarzlicht richtig desinfiziert haben. Also, ich fange an. Wichtig ist, die richtige Menge zu nehmen. Ich sehe das immer, dass die Menschen sich immer hier so ein bisschen drauf machen und dann machen sie so und dann meinen sie, sie haben ihre Hände desinfiziert. Das ist falsch, weil hier muss ja auch was hin. Also Schritt 1, erstmal die richtige Menge nehmen. Ihr macht eine hohle Hand und da gebt ihr dann so viel Desinfektionsmittel rein, dass das Ganze nicht auslaufen kann. Also ich muss jetzt hier vorsichtig sein. Dann verreibt ihr das zwischen den Fingern. Geht dann mit der rechten Hand über die linke und reibt es zwischen euren Fingern gut ein. Dieses ganze Prozedere muss 30 Sekunden dauern, beziehungsweise so lange, wie auf der Gebrauchsanweisung der einzelnen Hersteller draufsteht. Also schön zwischen. Dann schön in die Nägel einreiben. Das beinhaltet auch die Daumen. Ihr müsst den Daumen auch einmal mit desinfizieren. Und natürlich auch eure Handgelenke. Und das Ganze wird dann so lange gemacht, bis dieses Desinfektionsmittel, was ihr auf der Hand habt, trocken ist. Und erst dann habt ihr eine richtige hygienische Händedesinfektion durchgeführt, so wie sie auch in jeder Arztpraxis durchgeführt wird, in jedem Krankenhaus. Ihr merkt dann auch, wenn das alles gut eingerieben ist, dass man so einen leichten Film auf der Haut hat. Und das ist natürlich von dem Hautschutz, der da drin auch noch mit enthalten ist. Ich hoffe, ihr konntet mir kurz folgen. Wie gesagt, dieses Video ist nicht lang, aber es war mir wirklich ein großes Anliegen, euch zu zeigen, wie man eine hygienische Händedesinfektion durchführt. Denn nur mit so einem Spritzer auf der Hand könnt ihr nichts erreichen, sondern macht es eventuell nur noch schlimmer. Denn überall da, wo kein Desinfektionsmittel hingelangt ist und ihr wieder anpackt, gebt ihr eure Viren, Bakterien, Pilze, das gilt ja jetzt nicht nur für Corona, weiter. So, meine Lieben, bleibt mir gesund, haltet durch zu Hause, sprecht mit euren älteren Leuten, dass sie bitte auch zu Hause bleiben. Ich weiß, die sind da immer sehr resistent gegen und meine Macht, das betrifft mich nicht, aber doch, schützt die auch. Bis dann, eure Nicole. Tschüss.